Willkommen zurück, mein Name ist Marius Ebert. Der dritte Teil mittlerweile meiner Serie zum Thema mäßig, aber regelmäßig, in Kreisen der Erfolgsgurus auch genannt Gesetz der Minimalkonstanz. Kurz nochmal zur Wiederholung. Minimal, das ist das mäßig. Konstanz, das ist das regelmäßig. Ja, zu dem mäßig, von hier kommt jetzt die Regel dazu. Und daraus ergibt sich, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht, ja, der Zeitraum kommt jetzt hier dazu, ergibt sich die Konstanz. Konstanz ist gleiches Verhalten über einen längeren Zeitraum. Also die Zeit kommt jetzt hier hinzu. Und dadurch, dass man das über einen längeren Zeitraum macht, die Konstanz entstanden ist, entsteht eine Gewohnheit. Und das rechtfertigt den Begriff Gesetz. So, das nur mal kurz als Zusammenfassung der wesentlichen Gedanken der ersten beiden Teile dieser kleinen Serie. Und ich habe dann gesagt, dass man in zwei Schritten vorgehen sollte, wenn man diese Gewohnheit für sich nutzen möchte. Es ist eine positive Gewohnheit. Wir haben viele schlechte Gewohnheiten. Dies ist eine positive Gewohnheit. Gewohnheit selber ist eine Kraft, die wir offensichtlich, wie ich denke fast alles im Leben, positiv wie negativ nutzen können. Und darum geht es hier, die Kraft der Gewohnheit positiv zu nutzen und nicht negativ. Im ersten Schritt die Entscheidung und dann auch die Umsetzung, kleine Einheiten, lange Strecke. Kleine Einheit, lange Distanz. Das heißt, ich entscheide mich bis auf Weiteres, sagen wir für die nächsten 100 Jahre. Jeden Tag 5 Minuten, kleine Einheit, meiner Zeit zu investieren, um die Sprache X zu lernen. Ich habe im zweiten Teil erzählt von meinen persönlichen Erfahrungen mit Lernen von brasilianischem Portugiesisch. Kleine Einheit, lange Distanz. So, was ich jetzt hier ergänzen möchte, ist, wie kann man sich jetzt motivieren, denn wir brauchen jetzt noch etwas, damit wir das Ding hier in Gang bringen, damit wir dieses kraftvolle Instrument nutzen können, müssen wir noch etwas hinzufügen, nämlich die Motivation. Und ein Element der Motivation ist der Selbstvertrag, der Vertrag mit mir selber. Als ich noch vor der Gruppe gestanden habe, als Trainer, als Lehrer, als Dozent, war im Rahmen meines Lernsystems auch immer am Anfang, im Rahmen der Einführung, wo ich meine Lernmethode erstmal vorgestellt habe und den Leuten erklärt habe, warum Dinge so sind und dass sie eine gewisse Vorstellung bilden konnten, was in den folgenden Tagen, Seminartagen dann passiert, habe ich die Leute da angeleitet, dass sie einen Vertrag mit sich selber schließen. Nicht mit mir, sondern einen Vertrag mit sich selber. Das haben wir im Unterricht tatsächlich gemacht. Ich hatte was vorgedruckt sozusagen. Das fanden die Leute dann auf Seite so und so in den Unterlagen. Dann habe ich gesagt, wenn ihnen das hier einleuchtet, dann setzen sie ihren Namen ein, setzen das Datum ein und unterschreiben. Und machen sich bitte klar, es geht nicht um mich. Ich bin nur hier der Anleiter, nichts weiter. Ich bin nicht Ihr Vertragspartner. Ihr Vertragspartner sind Sie selber. Das ist der Vertrag mit mir selber. Und in diesem Vertrag mit mir selber formulieren wir, ich verpflichte mich hiermit bis auf Weiteres. Bis auf Weiteres. Ja, das ist die Formulierung für die lange Distanz. Bis auf Weiteres. Bis ich zum Beispiel einen neuen Vertrag mache und den alten auflöse. Bis auf Weiteres. Jeden Tag 5 Minuten zu investieren, um zum Beispiel mit einer App Sprache X zu lernen. Um mal bei dem Sprachbeispiel zu bleiben.
Man könnte auch sagen, um jeden Tag 5 Minuten etwas zu tun für meine körperliche Fitness. 5 Minuten irgendwelche Übungen zu machen. Dann gibt es Bücher für Übungen, die man überall machen kann. Es ist nicht so, dass die Informationen nicht da wären. Das hier, das Ganze ans Laufen zu bringen, das ist das Problem. Ja, was zu tun ist, weiß im Prinzip jeder. Aber wie man das für das eigene Leben umsetzt, darum geht es. Also der Vertrag mit mir selber ist ein wichtiges Motivationsinstrument, das wir hier wieder einsetzen können. Die Formulierung lautet bis auf Weiteres. Und hier formulieren wir die kleine Einheit. Sie wissen, in Verträgen muss man Dinge möglichst präzise beschreiben, damit es auch keinen Streit gibt, damit sie nicht mit sich selber dann streiten. Also sagen wir 5 Minuten und das bis auf Weiteres. So. Und dann, wenn es uns gelungen ist, über einen gewissen Zeitraum zu gehen und die Gewohnheit zu implementieren, dann können wir im zweiten Schritt die Einheit vergrößern und die Distanz verkürzen. Ja, wenn ich im ersten Schritt gesagt habe, für die nächsten 100 Jahre, dann geht das von einer sehr optimistischen Lebenserwartung aus. Ja, besonders für mich, der ich schon ein gewisses Alter erreicht habe, geht das von einer sehr optimistischen Lebenserwartung aus. Also werde ich jetzt vielleicht, wenn ich es für sinnvoll halte und mein Projekt ein Ziel hat, wie zum Beispiel eine Prüfung zu bestehen, die Distanz verkürzen. Wenn ich einfach nur die Sprache weiterlernen möchte, dann hört das nicht auf. Sprache kann man immer weiterlernen. Ja, sogar die eigene Muttersprache kann man immer weiter lernen. Da gibt es im Prinzip keine Grenze. Aber wenn man zum Beispiel diese Sache macht, um Betriebswirt IHK zu werden, dann sollte man im zweiten Schritt die Distanz verkürzen. Und zwar sollte man dann tatsächlich ein Prüfungsziel anvisieren. Auch das habe ich ausführlich an anderer Stelle erklärt. Prüfungstermine sind 2-mal im Jahr. Man terminiert rückwärts und so weiter und so weiter. So, also zweiter Schritt ist dann, hier nehmen wir die 5 Minuten von hier oben plus. 5 Minuten plus und jetzt wird hier die Einheit wird vergrößert. Zweiter Schritt ist Einheit vergrößern. Und eventuell die Distanz, die wir gehen wollen, anpassen. Anpassen auf oder hin zu Zieltermin. Auf den Zieltermin jetzt das hier zuschneiden sozusagen. Sagt man anpassen auf Zieltermin? Sie wissen, was ich meine. Sie sehen, auch die eigene Sprache, da kann man immer wieder überlegen, dass man das optimieren kann. Anpassen, zuschneiden ist vielleicht besser hier, zuschneiden auf den Zieltermin, zum Beispiel den Prüfungstermin vor der Kammer. Diese Termine stehen fest, die sind allerdings auch über längere Zeiträume in der Zukunft sind die schon bekannt, sodass man da also bequem auch planen kann. So, und jetzt kommt noch etwas, was ich in diesem Video, nachdem ich ein paar Gedanken jetzt hier ganz gezielt und bewusst auch wiederholt habe, noch ergänzen möchte. Nämlich, im zweiten Schritt kann man die Einheit vergrößern und oder, ich mache mal einfach nur und, Qualität verbessern. So, also die Anpassung in der zweiten Stufe kann rein quantitativ sein. Ich erhöhe die Taktung pro Tag um was denn? Von 5 Minuten vielleicht auf 10 Minuten, wie auch immer. Das ist eine rein quantitative Erhöhung. Aber ich kann auch die Qualität verbessern und ich kann beides machen. Also Q plus Q. Ja, in der zweiten Stufe, dieser Schritt hier ist Q plus Q, Quantität plus Qualität. Und jetzt kommt der wichtige Hinweis, weil ich stelle fest, dass die Leute schon am Anfang ihrer Projekte immens viel Geld in das zweite Q, nämlich die Qualität, investieren.
Das heißt, sie kaufen am Anfang Bücher. Sie kaufen, wenn es um Sprachenlernen geht, kaufen sie sich irgendwelche technischen Geräte und technische Ausstattung. Wenn es um eine sportliche Aktivität geht, kaufen die Leute sich Ausrüstung. Ja, es gibt ja immer so Mode-Fitness-Wellen. Das sind Geschäftsmodelle, Leute. Ja, da werdet ihr mal wieder abkassiert. Das ist Aerobic und Nordic Walking und was weiß ich nicht alles, was ich da schon für Wellen erlebt habe in den letzten 40 Jahren und länger. So, und dann kaufen die Leute sich irgendwelche bescheuerten Leckwürmer und irgendwelche bescheuerten Stöcke. Ja, also sie investieren in die Qualität und haben noch gar nicht richtig eine Gewohnheit implementiert. Und mit dem Zeug passiert das, was in 99,8% der Fälle passiert. Das Zeug liegt nach einer gewissen Zeit in der Ecke. Und deswegen ist mein Tipp, investiert erst in Qualität. Qualität ist oft verbunden auch mit einer finanziellen Investition. Quantität gar nicht so. Ja, wenn Sie sagen, ich laufe jeden Tag 5 Minuten und Sie erhöhen dann auf 10, dann ist das nicht mit Geldeinsatz verbunden. Aber wenn Sie sagen, ich möchte diese Sportart jetzt wirklich oder ich möchte das Laufen jetzt auch wirklich intensiv betreiben, weil ich die Gewohnheit für mich implementiert habe und ich kaufe mir jetzt mal richtig gescheite Laufschuhe, dann ist das mit einer finanziellen Investition verbunden. Also dieses zweite Q bedeutet Geld. Das erste Q bedeutet in der Regel kein Geld. Aber das zweite Q, die Qualität bedeutet Geld, Geld investieren. Aber Leute, kauft euch doch eure super duper persönlich auf euch abgestimmten Laufschuhe von Runners Point oder wem auch immer, wo ihr auf einem Laufband wart und es gemessen wurde und gedöns und hin und her, ja, da ein richtiger Fackelzug abgezogen wurde. Macht doch das, nachdem ihr die Gewohnheit implementiert habt und nicht am Anfang. Ja, lauft doch erstmal ein paar Wochen mit ganz normalen Sportschuhen. Die habt ihr irgendwo. Irgendwo habt ihr ganz normale Sportschuhe, die es tun. So, und das macht ihr erstmal. Und dann, wenn die Gewohnheit da ist, dann kauft ihr euch eure super duper auf euch persönlich abgestimmten, gestylten und was weiß ich, Laufschuhe. Und das gilt auch für alles andere. Das zweite Q, die Qualität, kommt, nachdem die Gewohnheit implementiert wurde. Sonst liegt das Zeug in der Ecke und ihr habt das Geld im Prinzip zum Fenster rausgeschmissen. Bei mir war das zweite Q, die Qualität, dass ich nach einer gewissen Zeit, nachdem mir klar war, das ist jetzt für mich eine Gewohnheit, und mir fehlt irgendwas, wenn ich das am Tag nicht gemacht habe, war das die Investition in die Sprachlehrerin. Das ist auch, das war dann mit Geld verbunden. Die App war auch ein bisschen mit Geld verbunden, aber war eine zu vernachlässigende Größe. Aber eine persönliche Lehrerin, das ist dann schon wieder, kostet dann mehr, natürlich, berechtigterweise. War meine Investition in Qualität, aber das habe ich erst gemacht, nachdem ich die Gewohnheit hatte und wusste, jawohl, es ist für mich eine positive Gewohnheit geworden und ich werde diese Gewohnheit auch jetzt nicht aufhören. Und das ist der wichtige Hinweis dieses Videos, wie man auch viel Geld sparen kann, indem man in Qualität investiert, nachdem man die erste Stufe gegangen ist, über einen gewissen Zeitraum, sodass eine Gewohnheit implementiert ist. Und dann investiert man in Qualität. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.